Bevor das Video losgeht, bitte ich euch einmal um Hilfe. Ich würde nämlich gerne von euch wissen, wann ich meine Videos immer hochladen soll. Ich habe jetzt angefangen, die regelmäßig auf 18 Uhr hochzuladen. Bitte schreibt mir doch mal in die Kommentare. Jeder, der das Video sieht, einmal einen Kommentar schreiben. Nehmt euch bitte die halbe Minute. Wird mir auf jeden Fall sehr helfen, wann ich meine Videos immer hochladen soll, wann die meisten das schauen. Wie gesagt, 18 Uhr habe ich jetzt mal versucht. Klappt eigentlich ganz gut, aber vielleicht kann man das Ganze ja noch verbessern. Viel Spaß beim Video. PS, Grüße gehen raus an Hassan. Sebastian Vasiliades ist ablösefrei zu unserer Arminia gekommen. Im Prinzip stand es schon seit dem Winter fest, dass er zu uns kommt, nur jetzt hat er fest unterschrieben und darf sich ein Schwarz-Weiß-Blauer nennen. Nach dem Intro schauen wir auf Daten zu ihm, Stimmen bei seiner Verpflichtung und natürlich sein Werdegang. Wir fangen an mit den Daten zu Sebastian Vasiliades. Seine Nationalität ist griechisch. Spitzname wird er gerne Sebi genannt. Alter 23, Körpergröße 1,77 m. Position ist das zentrale Mittelfeld. Er kann aber auch im zentral-defensiven Mittelfeld sowie im zentral-offensiven Mittelfeld spielen. Sein aktueller Marktwert beträgt 2 Millionen Euro. Sein höchster Marktwert lag bei 4 Millionen Euro. Das war Ende 2019. Seine ehemaligen Vereine sind der VfR Aalen und der SC Paderborn. Unser Cheftrainer Frank Kramer sagte zu ihm: Sebastian ist ein Spieler, der sein Herz auf dem Platz lässt. Ihn zeichnet eine hohe Aggressivität ebenso aus wie eine technisch starke Spielweise mit dem Zug zum Tor. Wir freuen uns sehr, dass Sebastian sich für uns entschieden hat. Sebi selber sagte zum letzten Spieltag: Ich habe mitgefiebert und mitgelitten und nach Schlusspfiff auf den Sieg angestoßen. Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil der Geschichte zu sein. Nun legen wir los mit dem Werdegang von Sebi. Das geht los mit der Saison 2014-2015. Dort spielte er beim VfR Aalen in der Oberliga Baden-Württemberg. Dort kam er auf 5 Einsätze, macht 412 Spielminuten, er schoss dabei kein Tor und konnte kein Tor vorlegen. Dazu hatte er 2 Einsätze über 167 Minuten im DFB-Pokal der Junioren. Am Ende stieg er mit dem VfR Aalen eine Liga auf. In der Saison 2015-2016 spielte er ebenfalls für den VfR Aalen in der dritten Liga. Dort kam er auf 8 Einsätze, das macht 618 Spielminuten. Er konnte wieder kein Tor schießen, aber ein Tor vorlegen. In der Saison 2016-2017 spielte er wieder für den VfR Aalen, wieder in der dritten Liga. Hier kam er jetzt mal auf 31 Einsätze, das macht eine Spieldauer von 1534 Spielminuten. Er konnte 3 Tore selber schießen und 2 Tore vorlegen. Dazu hatte er noch 3 Einsätze über 118 Spielminuten im Landespokal Württemberg. Die Saison 2017-2018 war seine letzte für den VfR Aalen. Er spielte mit seinen Aalern wieder in der dritten Liga. Er kam auf 24 Einsätze, macht eine Spielminutendauer von 1800. Dort konnte er 5 Tore selber schießen und 2 Tore vorlegen. Dazu noch 4 Einsätze über 366 Spielminuten und eine Torvorlage im Landespokal Württemberg. In der Saison 2018-2019 wechselte er dann zum SC Paderborn in die zweite Bundesliga. Dort schlug er vollkommen ein. 28 Einsätze, macht eine Spielminutendauer von 2075. 6 Tore konnte er selber erzielen und 10 Tore vorlegen. Dazu noch 3 Spiele im DFB-Pokal über 267 Spielminuten, in denen er eine Torvorlage beisteuern konnte. Und auch für die EM-Qualifikation für das griechische Team wurde er berufen. Einen Einsatz konnte er dort aber leider nicht feiern. Immerhin konnte er mit dem SC Paderborn in die Bundesliga aufsteigen und da kommen wir jetzt zur Saison 2019-2020 mit dem SCP in der Fußball-Bundesliga. Er konnte dort sage und schreibe 32 Mal zum Einsatz kommen, spielte über 2812 Spielminuten. Er konnte ein Tor selber schießen und ein Tor vorlegen. Dazu war er in der enttäuschenden ersten Pokalrunde über die gesamten 120 Minuten vertreten. In der Saison 2021 spielte er mit seinen Paderbornern wieder in der zweiten Bundesliga, da sie abgestiegen sind. Hier konnte er 20 Einsätze machen, eine Spielminutendauer von 1193 Spielminuten war das. Er konnte kein Tor selber erzielen, aber 2 Tore vorlegen. Dazu war er einmal im DFB-Pokal dabei, über 35 Minuten. Das war also der Werdegang von Sebastian Vasiliades. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch von ihm erhofft.
ob ihr findet, es ist ein guter Transfer oder findet, das könnte nicht ganz passen. Ich persönlich sehe es eigentlich ganz positiv. Es ist ein junger Mann mit 24 Jahren. In ihm steckt noch sehr viel Potenzial. Es ist ein aggressiver DM bzw. ZM. Der könnte auf jeden Fall Spaß machen und ich freue mich wirklich sehr, wenn ich ihn in der Bundesliga spielen sehen kann. Dann würde ich das Video jetzt auch an dieser Stelle beenden. Lasst sehr gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat und ein Abo auf diesem Kanal. Und dann würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Abend oder was auch gerade ist. Und dann sage ich, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia!